Ja, moin Leute und willkommen wieder bei den Rust Boys. Und heute befinde ich mich ein wenig am Wasser, am Rande unserer schönen Mutterstadt. Aber es geht nicht um irgendwelche Boote oder um Wasser, es geht um ein historisches DDR-Fahrzeug. Und zwar, es geht um das hier. ES250-2 Trophy mit Beiwagen. Und das allerbeste an diesem Fahrzeug ist, Uwe hat es irgendwo hergezaubert. Es ist komplett original, wirklich. Originaler Lack, original in cremeblau, so wie es halt damals ausgeliefert wurde, mit ein wenig Patina. Aber wirklich super gut in Schuss. Heute ist nicht Udo am Start, sondern Uwe ist mit am Start. Willkommen. Willkommen. Denn er ist auch der Fahrzeugbesitzer und er will auch ein bisschen dazu erzählen. Ja, ich bin zwar gar nicht so richtig in dem Alter, um so ein super Gespann-Fan zu sein. Ich finde, eigentlich ist das immer so ein bisschen so ein Altherren-Ding. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mag ich so ein Altherren-Zeug manchmal. Ja, die meisten Leute von euch werden sowas bestimmt so eher aus den Filmen kennen, so Kriegsfahrzeuge. Aber das Fahrzeug sieht jetzt nicht unbedingt nach Krieg aus. Ja, Militärzeug ist nicht so meins, aber dafür die Zivilvariante. Viele Gespanne aus der Zeit sind ja auch denn BMWs gewesen. Das ist hier klassischerweise aus der DDR. Das ist so, ich glaube ab 64 oder sowas gab es das. Das ist eine ES250-2 mit super Elastik-Beiwagen von Storje. Ich wollte immer sowas haben und zwar auch genau in weiß-blau. Und ich habe gesagt, wenn mir sowas mal über den Weg läuft und ich kann es kaufen, dann tue ich es. Und auch genau wie ich es wollte, im ziemlich absolutären Originalzustand. Das ist schon wirklich echt krass, also selten sowas Originales gesehen. Und wir können auch mal so ein paar Sachen zeigen, die sowas von original sind, das glaubt einem einfach keiner. Ganz besonders schön finde ich, dass unter der Sitzbank ist erstmal noch das originale Schloss und es gibt sogar noch das originale Bändchen von 1970, was hier die Sitzbank aufhält. Das hat meine ES alles nicht mehr gehabt. Jede Schraube ist im Prinzip noch original. Was der Kenner natürlich sofort sehen wird, hier ist schon ein anderer Vergaser drin, weil der Originale war der von der Funktion her nicht dafür geeignet, um damit wirklich hier sinnvoll durch Berlin zu fahren. Ansonsten geht auch alles. Also selbst die berüchtigte hydraulische Beigewagenbremse hier, die ich öfters in kaputt gesehen habe als in funktionierend, funktioniert einwandfrei und bremst auch wirklich gut. Da würde ich auch echt erstaunen, man fährt wirklich gut mit drin. Ja. Wir werden natürlich auch gleich nicht nur quatschen, sondern wir werden natürlich auch noch eine Runde fahren. Ich sitze ja natürlich standesgemäß, wie es sich gehört, im Beiwagen und nicht hinten drauf. Ja, weil gespannt fahren muss man schon ein bisschen können. Und ich fahre auch nicht. Das überlasse ich mal lieber Uwe, weil sonst wickeln wir uns doch irgendwo im Baum, wenn ich fahre, dann sind wir beide im Krankenhaus. Also schön ist hoffentlich nicht. Wenn man ein bisschen Verstand bei sowas mit beibringt, kann man sowas auch fahren, wenn man ein bisschen Motorraderfahrung hat. Aber es ist schon ein wenig schwerer. Ich bin das Ding letztens auch mal gefahren. Und muss sagen, es ist schon eine andere Herausforderung. Wir können mal ein, zwei Sachen zeigen, die ich immer ganz toll finde am Gespann. Genau, zeig doch mal so ein paar coole Sachen den Leuten. Man hat einfach einen Kofferraum. Der ist natürlich wie bei all meinen Fahrzeugen immer vollgeramscht mit irgendeinem Müll. Aber ich würde sagen, so vom Abmaß her ist das ein Kasten Bier und dann kann man sogar auf den Kasten Bier noch was drauflegen. Ihr seht ja meinen Helm, der fliegt hier drin rum, kriegst noch 5 weitere Helme rein. Das geht voll klar. Auch hier relativ besonders, dass der Beiwagen-Kofferraum und das Boot vom Beiwagen absolut nicht verrostet ist. Also diese Beiwagen haben so die Eigenart, dass die Böden der Boote immer durchrosten. Das ist hier nicht so. Cool ist auch, dass man bei vielen Beiwagen muss man kompliziert einsteigen. Und diese Superelastikwagen haben hier diese schöne Klappe, sodass man da ganz einfach ein- und hier aussteigen kann. Ich kann ja mal einsteigen. Ist ja wirklich super easy. Oh, und das war es auch schon. Klappt man das Ding runter, dann gibt es hier einen Verriegelungsmechanismus. Der wird hier so lang geschoben und zugemacht. Und das war's. Da kann man sich hier festhalten. Scheibe schützt auch wirklich vor Wind. Das ist wirklich super praktisch. Auch die Originalscheibe hier gehe ich von aus. Oder? Nein, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, die Originalscheiben hatten außen noch einen Aluminiumkehler rum. Also die ist schon irgendwie mal nachträglich erneuert worden. Aber die ganzen Befestigungen sind noch original. Und die ist wirklich fest? Ja, die ist super fest und ist auch ein guter Windschutz. Ich muss sagen, ich will meinen 1,76, 78, so wie man es nimmt mit den Schuhen. Ich sitze super bequem drin und ja, sieht auch sicher hier in dem Fahrzeug. Also sieht stimmig aus. Sehr stimmig aus.
finde, was dieses Fahrzeug super auszeichnet. Schlechte Straßen, ist überhaupt kein Problem damit. Man fährt einfach super, super gut auf wirklich beschissenem Kopfstein, weil vorne richtig gut aufgehangen auf. Naja, nicht umsonst heißt das Ding auch super elastik Beiwagen. Nimm mal kurz die Kamera. Also manchmal, wenn man sich sowas anguckt, dann fragt man sich, ob die Dämpfer überhaupt verbaut sind, weil das ganze Ding ist schon echt weich. Machen wir nochmal. Ist wirklich weich, aber die Dämpfer sind auch völlig in Ordnung. Also man hat hier tatsächlich auch schon einen Stabilisator für den Beiwagen verbaut. Ne? Man sieht sogar, wie der arbeitet, gerade wenn man in den Beiwagen eintaucht. Also, ich bin noch nicht viele Gespanne in meinem Leben gefahren, außer jetzt ES-2 Gespanne mit Superelastikwagen, da bin ich schon ein paar von gefahren. Aber ich finde, für das Baujahr von dem Beiwagen ist es wirklich echt gut. Es ist sehr, sehr bequem. Es ist natürlich nicht zum Rasen- und Landstraßenjagen. Ich würde mal so das maximale Tempo... 90 oder so, war Maximum. Ja, also das, was man fahren möchte, sind so 90. Danach wird es halt auch einfach laut. Der Motor hat nur nominell 19 PS. Die meisten haben, denke ich mal, ein bisschen weniger. Ist auch noch der Viergangmotor drin. Genau. Ist ja noch die ES-Serie. Also das schnellste Gespann, was ich mal gefahren bin, das fuhr laut GPS tatsächlich 100. Das ist schon ziemlich zügig für so ein Ding. Würde mir jetzt auch reichen. Achso, auch noch ganz wild für vielleicht Leute, die Gespanne aus der Zeit nicht kennen. Man hat bei Gespannen oft das Problem, dass der Lenker anfängt zu flattern. Also man hat dann dieses Ding, der Lenker entwickelt wirklich ein Eigenleben und schlägt stark hin und her. Um das zu vermeiden, hat man bei den Fahrzeugen eine Flatterbremse installiert. Letztendlich, es ist schwer zu zeigen, wie es technisch funktioniert, aber über dieses Drehrad hier oben, jetzt drehe ich es mal lose, stellt man die Lenkung verrückterweise fest. Also jetzt bewegt sich das hier ganz, ganz leicht und kann im Prinzip dann anfangen zu flattern. Man zieht es dann ordentlich fest. So, bis meine Handkraft so fast am Ende ist, habe ich das jetzt immer eingestellt. Das hat sich bei dem Gespann jetzt hier bewährt. Und dann ist die Lenkung etwas schwieriger, aber die Flatterneigung ist deutlich kleiner. Und was noch ein wichtiger Punkt ist und anders ist zum Solo-Fahrzeug, die Schwinge ist deutlich länger. Original sitzt das Rad ja hier und ich glaube, das sind so ca. 5 cm nach vorne hin verlängert. Ja, genau. Das macht auch noch mal ein bisschen Fahrwerkstabilität aus. Ja. Denk mal im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen haben wir es, würde ich sagen. Genau, wir haben jetzt erstmal genug gequatscht. Nichts ein. Und sagen, wir fahren jetzt erstmal. Drehen wir mal eine Runde. Wir haben auch einen perfekten Leerlauf. Das ist immer ganz wichtig bei einem MZ-Motorrad. Und jetzt zeigen wir euch nochmal, wie schnell man wenden kann mit einem Gespann. Genau. Quasi auf der Stelle. Und sehr, sehr lustig. So, wunderschönes Sonnenwetter, langsam wird es auch warm hier. Das ist wirklich noch einer der letzten guten Tage, die wir hier abpassen. Nutzen wir natürlich, um in diesem guten Gespann eine Runde zu fahren. Wie gesagt, das ist schon ein Fahrerlebnis. So, und weil wir nicht zimperlich sind mit alter Technik, wie ihr wisst, gucken wir mal, wie schnell man mit so einem Gespann eigentlich losstarten kann von der Ampel. Wohlgemerkt zu zweit. Na, wohlgemerkt zu zweit.
Wie ihr auch mitbekommen habt, die Bremsen funktionieren einwandfrei. Ja. Wir stehen also direkt an der Haltelinie. Alles safe. Da bin ich schon gespannt gefahren, da hast du mehr Angst gehabt, ey. Kurven sind euer Feind. Wenn ihr euch fragt, wieso, überlegt mal scharf und schreibt es in die Kommentare. Hören könnt, aber was ich besonders liebe bei den alten Viergangmotoren ist dieses doch recht urige Schaltgeräusch. Ihr seht, Uwe hat die Hand nicht am Lenker. Stand, das läuft. Dank eines Rikuni-Vergasers. Das Einzige, was wirklich nervig ist, hier wurde mal der Motor überholt und irgendwie haben sie einen schlechten Kolben eingebaut oder die Kanäle sind überhaupt nicht entgratet. Es knippert ein bisschen rum. Aber er läuft leistungsvernünftig frei. Er läuft gut, aber das kolbenringe Klimper ist schon massiv bei dem Ding. So Leute, es passiert übrigens, wenn man die Flatterbremse nicht ordentlich anzieht oder mit dem Gespann ein wenig Faxen macht. Das zeige ich euch gleich. Ja. So, jetzt war. Boah. Ihr habt gerade mitbekommen, das passiert. Wenn man irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Flatterbremse nicht ordentlich anzieht, ja, beziehungsweise irgendwelche Spirenzchen macht, so wie Uwe gerade, dann flattert das heftig los. Man kann das natürlich sozusagen provozieren. Macht das auf jeden Fall nur, wenn ihr euer Gespann kennt. Und es wird halt irgendwann so schlimm, dass ihr das nicht mehr halten könnt. Wir haben das jetzt so bei 25, 30 gerade gemacht. Wenn das bei 70 passiert und das Ding fängt wirklich an zu flattern, das ist mir einmal mit meinem ersten Gespann passiert, was wirklich schlecht eingestellt war. Auch von der Spur her und so. Und da habe ich echt Schiss bekommen. Da, wie sagt ein guter Freund, da hat der Nougat-Bus dann schon gehupt. Klassisches Tacho-Video hier. Hier in der historisch wertvollen Tischkastensiedlung. Sieht wirklich schön aus hier. Passend historisch wie unser Fahrzeug heute. Genau. So, wir wollten noch mal ein bisschen auf die Technik eingehen, weil das kam vorhin am Wasser vielleicht doch ein bisschen zu kurz. Was haben wir hier eigentlich? Grundsätzlich eine ganz stinknormale 250er ES-2.
Hier wurde der originale BVF-Vergaser gegen einen Mikuni VM28 ausgetauscht. Er hat also auch den originalen Durchlass wie der BVF. Funktioniert aber einfach welten besser. Welten besser. Der Vergaser ist sogar, passt hier echt Plug and Play rein. Das heißt, ich habe hier, ihr seht das, hier sind sogar noch die originalen Züge, die man nicht mal abändern muss, passen da in diesen Vergaser rein. Und hier kommt eigentlich noch eine originale Vergaserabdeckung drauf, die hier komplett diesen Ansaugtrakt einkapselt. Die passt auch über den Mikuni-Vergaser, was ganz schön ist. Aber die habe ich jetzt nicht dran, weil ich immer noch so ein bisschen am Einstellen bin. Umluftschraube und auch den Leerlauf des Vergasers noch nicht lange drin. Beim Beiwagen, ganz interessantes System. Ich habe vorhin schon gesagt, das Ding hat eine hydraulische Bremse. Normalerweise hat dieses Motorrad ja ganz klassische Seilzugbremsen. Beim Beiwagen Hydraulik. Hier hat man den Geberzylinder, der betätigt wird vom Bremspedal im Prinzip. Man kann auch sehen, wie der hier arbeitet. Nur ein bisschen weiter da. Man kann auch sehen, wie der hier arbeitet, der Zylinder. Funktioniert doch alles einwandfrei. Und über eine Festleitung unterm Beiwagen ist hier denn der Nehmerzylinder. Und ich betätige jetzt mal drüben den Bremshebel. Ich empfinde das fast als Seltenheit, dass es funktioniert. Das Gespann, was ich sonst ab und zu fahre, das ist schon umgerüstet auf mechanische Bremse, weil da muss man sich nicht mehr um irgendwelche Hydraulik kümmern. Das funktioniert einfach immer, wenn auch nicht ganz so kraftvoll, muss man ehrlicherweise sagen. Der Passagierplatz hier ist ziemlich komfortabel. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ja, ist gut. Also Rücken hat man nicht nach dem Fahren, ist sehr, sehr bequem. Immer wenn ich in so einem Beiwagen bin, denke ich, Mann, wie bequem. Das liegt daran, dass hier so ein richtiger Federsitz ist. Und zwar sind das Streben, so Drahtstreben, die mit einzelnen Federn links und rechts aufgehangen sind. Und so hat man hier wirklich noch so einen gefederten Sitz, was ziemlich cool ist. Sehr komfortabel, das ganze Fahren. Haben wir schon beim Fahren kurz erwähnt, ist noch die originale Zündung sogar hier drin. Die 6 Volt Unterbrecher. 6 Volt Unterbrecher, die macht erstaunlicherweise ihren Dienst, bis auf ein Manko. Das habt ihr vielleicht beim Fahren schon gesehen, ich habe den Blinker quasi nicht betätigt, weil, naja. Doch, er kommt. Er kommt. Aber wenn dann auch noch das Frontlicht, ich schalte, pass auf, jetzt seht ihr das Blinken, aber jetzt schalte ich mal noch das Frontlicht dazu. So ist bei Standlicht, sonst bei Fahrlicht, das ist also. Also, was will man von 6 Volt auch erwarten eigentlich. Ja, wenn euch irgendwas noch einfallen sollte, schreibt es trotzdem mal in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Aber wir können eigentlich so mit bestem Wissen und Gewissen sagen, wir haben euch das Ding richtig cool vorgestellt, so was alles in unserer Macht stand. Es gibt eine komplette Historie zu dem Fahrzeug. Das kann man vielleicht noch kurz sagen. Das Ding kommt ursprünglich aus dem RAW Potsdam, also von der Eisenbahninstandsetzung in der DDR. War da immer ein Betriebsfahrzeug. Nach der Wende hat es dann einen Mitarbeiter gekauft, der gar keinen Motorradführerschein hatte. Und hat es dann später, Ende der 90er, nachdem es irgendwie 15 Jahre gefühlt in der Garage stand, gegen eine Autoreparatur eingetauscht. Und von diesem Herrn, der das dann bekommen hat, gegen die Autoreparatur, habe ich es gekauft. Ja, und da stand es im Prinzip auch nur 20 Jahre rum. Der Kilometerstand ist noch ganz interessant, das haben wir noch gar nicht gezeigt. 6.800 Kilometer gerade mal auf der Uhr. Ja. Es wurde wirklich wenig bewegt und das sieht man dem Ganzen auch echt an, dass es nicht viel bei schlechtem Wetter oder so gefahren wurde. Denn der Lack und das ganze Fahrzeug ist mittlerweile 53 Jahre alt. Das muss man immer wieder bedenken. Das ist schon ein halbes Jahrhundert. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns auch und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Auf jeden Fall bitte kommentieren. Ja. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen und abonnieren, damit noch weitere coole Sachen kommen von uns. Also, bis dann erstmal. Ciao. Bis dann.